Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das aktuelle Unboxing der Dezember Look Fantastic Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Box ist eine Beauty Box, die monatlich erscheint. Sie kostet ab 15,50 Euro, enthält mindestens 5 Beauty-Produkte und sie kommt aus England. Wir haben Gott sei Dank keine Probleme mit dem Zoll, da werde ich immer wieder nachgefragt, weil die entsprechend halt andere Läger haben, ne? Die dann halt auch in der EU sitzen und dann haben wir da keine Last mit, was ich sehr cool finde. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen und kann dann auch eine Box an einen von euch verlosen. Nicht unbedingt eine Look Fantastic Box, das heißt, gegebenenfalls wird es eine von mir selbst erstellte Box werden. Also, ne, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, so, wunderschön sieht sie aus. Dieses schöne Rot finde ich echt hübsch. Mag ich gerne leiden. Da sind auch so durchzogen von irgendwelchen Viechern, ne? Das mag ich. Also, wenn Boxen halt so ein bisschen schicker aussehen Richtung Weihnachten, da geht einem das Herz auf. Wir haben ja auch immer ein Zitat drin stehen. Dieses Mal ist es von dem Team Beauty Box. Ach, guck mal. Sparkle this festive season and have a very merry Christmas. Okay, du sollst in dieser festlichen Zeit einfach sparkeln, also glitzern, scheinen, wie auch immer, und ein schönes Weihnachten haben. Das finde ich cool, dass sie da tatsächlich dann auch sowas reingemacht haben, sonst haben wir einfach Zitate von berühmten Personen hier drin. Und genau, wenn man das Ganze dann einmal öffnet, ist es super leicht. Also ich glaube, wir haben hier relativ viel dekorative Kosmetik, was ich cool finde. Erscheint uns Gott sei Dank endlich wieder ein Beauty-Heftchen. Ich habe es nicht jedes Mal drin, manchmal vermisse ich das auch hart. Tis the season to be beautiful, also es ist die Jahreszeit, um schön zu sein. Ja, und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box, ne? Das ist mit so einem Seidenpapier hier zusammen gemacht. Ohne Schleifchen und Klebi, was ich gar nicht so schlimm finde. Und hier haben wir dann den Blick in die Box. Sieht auf jeden Fall sehr gülden da drin aus. Und ja, genau. Also diese Editor's Note steht hier auf Englisch drauf. Deswegen lese ich das tatsächlich nicht vor. Und neben den ganzen Informationen über die Produkte haben wir hier echt nochmal so Fast Facts drin. Und die Information, dass es hier Sondereditionen gibt. Ne? Mit Elemis gibt es wohl eine Sonderedition, was ich cool finde. Und dies, das, Ananas. Und was tatsächlich nächsten Monat drin sein will, steht hier auch noch mit dabei. Im Wert von 10 Pfund. Für mich unbezahlbar, weil ich es liebe. Das Deep Sleep Pillow Spray ist in der Januarbox mit drin. Also, falls ihr Bock habt, die Box zu abonnieren, schaut in der Infobox vorbei. Ich habe es euch wahrscheinlich auch eingefügt. Da habe ich so einen kleinen Code. Das dürfte aber mein Freunde-Werben-Freunde-Code sein aus meinem regulären Abo, was ich so habe. Und ja, genau. Das finde ich auf jeden Fall cool, dass wir das dann im Januar drin haben. Aber jetzt geht es erstmal Richtung Weihnachten. Da haben wir zuallererst etwas von Glurf mit drin. Ich das denn letztens noch? War das auch eine Look Fantastic Box? War das die Black Friday Edition? Weiß ich nicht. Satin Sleeping Mask. Also das ist quasi aus Satin. Eine Schlafmaske, die sich einfach unfassbar schön anfühlt. Ne? Also wenn man halt wirklich keine Rollläden hat oder so, dann ist es eine ganz coole Geschichte. Und ja, ist halt auch angenehm für die Augen und so. Das besteht jetzt auch 100% Polyester. Ist halt nicht aus Seide wirklich, ne? Und ja, ist das erste Produkt in der Box. Ich finde es cool, dass es drin ist. Aber irgendwie, ne? Ich glaube, das hatten wir letztens schon mal drin. Ich weiß nur gerade nicht, ob das jetzt wirklich auch in der Look Fantastic Box drin war, in der Sonderedition oder was anderem. Als nächstes habe ich hier was drin. Und zwar ein Blush von Lotte London in der Farbe Haze. Wow, 2,5 Gramm sind hier drin enthalten und das kommt auf jeden Fall ins Fullface Beauty Boxen für Dezember. Aber dieser peachfarbene Ton, der hier drin ist, erinnert mich persönlich doch eher an Frühling. Wobei, wenn man das so aufklappt, dann sieht man, dass da auch ein Farbverlauf drin ist. Das heißt, hier unten haben wir es dann etwas dezenter. Das geht dann schon wieder, ne? Aber Blush hast du nicht oft in Beauty Boxen drin. Hui, doch, der ist schon sehr neonmäßig unterwegs, ne? Ist krass. Ja, vorsichtig mit umgehen, ne? Also wenn ich den auftrage, muss ich den auf jeden Fall dezent auftragen. Sollte nicht direkt Kapitches geben. Dann habe ich hier was drin, was so ein bisschen für die Chili-Milli-Geschichte sorgen wird, weil man ja natürlich dann jetzt so ein bisschen in diese, für viele ist es tatsächlich so, Satz wieder neu anfangen, ist vollkommen in Ordnung, dass man in der Weihnachtszeit eigentlich eher Stress hat, als dass man dieses
ne, nach außen hin alle zeigen, oh, wir kommen jetzt runter, es ist jetzt so die Chillness-Zeit und so, aber im Prinzip ist es so, dass alle auf 180 sind, alle noch Weihnachtsgeschenke kaufen und voll die stressige Zeit. Und auch bei Firmen, ne, da hast du dann die Inventur, du hast da Preisumstellungen, die da irgendwie auch ins System gehackt werden müssen und so, und 5 Milliarden Sachen, die gemacht werden müssen, Jahresabschlussarbeiten und so, ne? Und von wegen Chili Milli. Ja, aber gut, wir haben hier Gold Eye Mask Viecher drin von Starskin und deswegen finde ich das einfach super angebracht, dass die jetzt auch mit drin sind. Denn ich persönlich bekomme auch in letzter Zeit ja schon doch gut Schlaf, ne? Also ich schlafe morgens doch länger, als ich eigentlich will, ne? Aber sowas wird mir persönlich oder tut mir persönlich auch echt gut. Am besten dann noch in den Kühlschrank legen und dann morgens draufpacken und dann hast du halt nicht mehr diese Puffy-Eyes oder Augenringe oder sowas. Ist schon wirklich geil. So, dann habe ich hier was drin, was ich interessant finde. Krasse Bilder. Hollywood Browser Hair Removal and Derma Planning Tool. Das werde ich auf jeden Fall verwenden, weil ich rasiere mir das ein oder andere Mal Gesichtshärchen oder ich rasiere mir auch so die Augenbrauen mittlerweile ein bisschen mehr, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich super sensible Haut habe und selbst das Zupfen von meinen Augenbrauen manchmal echt zu viel ist, ne? Und das möchte ich dann nicht. Und dann habe ich auch wirklich mal angefangen, so ein bisschen hier auch dazwischen mal zu rasieren. Ich habe mir auch von Evelyn diese Augenbrauenrasierer gekauft und habe da schon auch mein ganzes Gesicht mit rasiert, einfach mal eiskalt. Die wachsen jetzt nicht mehr nach. Nö, tatsächlich nicht. Ich mache das aber immer noch, dass ich alle paar Wochen hier oben zum Beispiel mein Oberlippenbärtchen so ein bisschen epiliere und so. Ne? Das ist alles easy. Sollte ich aber nicht mehr so häufig machen, wie ich das sonst gemacht habe, tatsächlich. Egal. Haarentfernung im Gesicht ist hier echt immer so ein, ne? Da gibt es zwei Lager, wirklich, oder drei. Manchen ist es egal. Manche sagen, ja, mega geil, mache ich. Und manche sagen, boah, nee, wenn du das machst, dann rasierst du dir quasi ein Bart hin, was ja nicht stimmt. Aber gut, wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich werde es verwenden, weil ich es einfach ganz interessant finde. Man sollte mit sowas nur super vorsichtig umgehen, weil du dich natürlich damit auch echt schnell schneiden kannst. Und das ist natürlich ein Hardcore-Bild, ne, dieses Vorher-Nachher. Das hat mich gerade so minimal schockiert, ne. Krass. Aber gut, ja, ne, werde ich verwenden. Finde ich persönlich sogar sehr cool, dass wir das in der Box drin haben. Und dann haben wir hier noch als letztes Produkt etwas von Elemis. Ne, als vorletztes Produkt, da kommt gleich noch was. Und was? Oh, muss ich gleich mal gucken, was das ist. Von Elemis, ein Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Anti-Aging, also quasi zum Gesicht sauber machen. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Elemis ist ja eine Marke, ich kenne Leute, die haben ernsthaft, also Elemis ist eine Marke, die sehr teuer ist. Satz zu Ende geredet. Punkt. Ich kenne ja Leute, die ernsthaft die Look Fantastic Box nur deswegen abonniert haben, weil alle paar Monate mal was von Elemis drin ist und die Elemis so geil finden und sich das halt echt rechnet, ne? Also das kostet ja auch seine, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Die Box kostet 15,50, ne? Dann hast du quasi die Box quasi schon wieder raus. Und ja, damit kann man sein Gesicht sauber machen. Finde ich ganz cool. Und ja, ich mag Elemis auch. Eigentlich haben wir jetzt nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Produkte und jetzt kommt nämlich das sechste. Da habe ich Spotlight drin, Highlighter Pencil. Kommt in mein Fullface Beauty Boxen. Pearl ist die Farbe, 1,41 Gramm. Und so schaut er aus. Den kannst du bestimmt auch super verwenden unter der Augenbraue, ne? So zum Augenbrauen highlighten. Oder dass du dir den so ein bisschen hier auf die Wangen machst und das dann ausblendest, wobei das eher danach aussieht, weil es ein Stift zum Anspitzen ist. Sehr hart. Sehr, sehr hart. Möchtest du noch mit der Haut verschmilzen oder bleibst du so hart? Ist halt so rosa und ist eher matt. Das sieht gar nicht so pearly scheinmäßig aus. Ich verblende es mal. Ja. Wird auf jeden Fall ausgetestet. Wenn ich das so ausblende, ist es einfach... Doch, wenn ich das so gegen das Licht halte... Ja, wenn ich das so gegen das Licht halte, wie muss ich da mein Gesicht halten? Dann hat das so einen pearly Schein, aber sehr, sehr dezent. Ne? Man sieht es ein kleines bisschen in der Kamera. Wofür ich mir den aber gut vorstellen kann, ist, wenn man ein krasses Augenbrauen-Highlight mag, dass man sich das hier so wirklich direkt unter die Augenbraue so drunter gibt, dann wird das Ganze halt noch ein bisschen schärfer. Ne? Aber nun, ich werde es ausprobieren. Fullface Beauty Boxen, ihr wisst Bescheid, da nerv ich euch ja jedes Mal beim Unboxing mit. Aber das ist halt immer das, was ich dann immer so cool finde, ne? Denn am Ende des Monats gucke ich, welche Boxen haben welche Produkte drin gehabt, beziehungsweise ich schreibe mir das immer in mein schlaues Buch rein und lege mir die Produkte auch direkt beiseite und schminke das dann zusammen mit euch.
Deswegen finde ich das cool. So, ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und der Lookfantastic Beauty Box. Ich fand sie cool, weil richtig schön viel dekorative Kosmetik drin. Teure Marken. Für mich, bis auf die Augenmaske, alles brauchbare Produkte. Voll geil. Also ich feiere die Box. Für mich ein krönender Abschluss des Jahres. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare eure Meinung rein und also zu der Box, ne? Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!